Das Projekt, das letztes Jahr die Andrea Herzog-Kienast auch hier bei den Tagen vorgestellt hatte, eben die T3 Rookies, finde ich eine total tolle Sache, spannende Sache, weil eins ist klar, wir brauchen Nachwuchs. Wir müssen irgendwie Leute haben, die nachkommen, Leute, die auch verstehen, was Typo 3 ist, was die Association ist, was die Community ist, die so ein bisschen auch was reingeben, aber wo holen wir die eigentlich weg? Es kommen die geburtenschwachen Jahrgänge und jetzt sind wir ja im Prinzip so ein Jahr weiter und als Andrea mich fragte, ob ich eine Session dazu halten könnte, hatte ich von ihr die Inputs bekommen und habe dann eigentlich so für mich irgendwie heute Nacht entschieden, dass das ist gar nicht so meine Präsentation, weil ich bin ja eigentlich nicht so, ist es nicht mein Baby? Das ist Andreas Kind, was sie so aufgezogen hat. Ich sehe es einfach auch aus anderen Sicht. Und das wollte ich euch vielleicht einfach mit einfließen lassen. Und ich habe dann einfach dazu rausgemacht, dass ich nämlich euch auch Beispiele dazu bringe, die ich miterlebt habe in dem einen Jahr. Und von dem einen Beispiel bin ich sogar sowas von eng betroffen. Aber das hört ihr ja gleich noch. Das heißt, das hier ist nämlich noch das, was Andrea so sagte. Die T3 Rookies sind entstanden, weil wir eben als Community die Verantwortung tragen und wir eigentlich dafür auch sorgen müssen, dass irgendjemand nachkommt. Und der Name, den hatte sie kreiert und oder hatte eine, weiß ich gar nicht, ob sie alleine, wer daran beteiligt war, aber ich habe schon gehört, dass das so ein bisschen abschreckend sein könnte und dass manche Leuten das überhaupt nicht klar ist. Das heißt, im Prinzip müssen wir vielleicht unabhängig von dem Namen auch so ein bisschen kommunizieren, was gehört eigentlich oder was wollen wir überhaupt erreichen damit? Vielleicht ist der Name ja gar nicht das, was wichtig ist, sondern das, was dahinter steht, im Paket also eigentlich. Was für Intentionen haben wir da? Und im Prinzip sagt man, wir wollen eigentlich an junge Leute gehen, an junge Menschen, die in irgendeiner Ausbildung sind, die können mit Typo 3 arbeiten, aber vielleicht auch einfach nur Vorhaben oder Interesse haben, die also im Prinzip irgendwas mit dem Bereich, wo dann diese Online-Kommunikation mit einer Webseite dann entsteht, wo es dann Typo 3 sein kann, die wollen wir irgendwo erreichen damit. Denen wollen wir auch die Chance geben, es kennenzulernen. Und wer vorhin bei Jo war, der hat ja auch gesagt, es gibt, ja, wir wissen auch, dass es andere Systeme gibt, aber da ist die Sache so, dass die vielleicht auch Leute haben, die bezahlt rumgehen und was wir so gar nicht leisten können. Und sprich, wir sind auch angehalten, einfach Ausschau zu halten, wem können wir davon erzählen. Ja, und was ist da, steckt da noch so hinter? Im Moment ist auch so die... Ja, Moment, wir haben ja die Ebene, die das in Anspruch nehmen können und wir brauchen ja die Leute, die denen helfen, die was für die machen. Ne? Ich weiß, dass das Spaß war. Das brauche ich auch ehrlich gesagt. Bei mir muss sowas, gehört sowas dazu. Das heißt eigentlich unter dem Begriff oder unter den Leuten, die wir ansprechen wollen, so, betrachten wir eigentlich Menschen unter 25 oder eben bis 25. Und ich habe es auch erst gerade überschritten, dieses Alter, also ich kann es jetzt auch nicht mehr nutzen. Aber eigentlich irgendwie so die Leute, die in irgendeiner Weise in die Community können das oder kommen. Das heißt jetzt nicht, dass die wirklich schon coden können müssen. Die müssen wissen, was eine Webseite ist. Also die können an einer ganz anderen Stelle stehen. Aber es können natürlich auch die Leute sein, die es schon können. Ne? Also die überhaupt schon mit Webseiten zu tun hatten. Also das ist ganz offen, aber eben Interesse zeigen. Und wir wollen im Prinzip erreichen, dass die eine Karriere mit Typo 3 beginnen. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwann einer merkt, das ist nichts für mich, logisch. Aber das ist auch bei anderen Dingen, weil man nur normal, also wir wollen einfach nur Interesse auch dafür wecken. So, und dahinter steht, wenn man jetzt zum Beispiel eine schulische Ausbildung betrachtet, da wird selten Typo 3 als System zum Üben genommen. Ganz viele Schulen kenne ich, da ist WordPress, da sind andere Sachen, aber nicht Typo wird da verwendet. Und im Prinzip
müssen wir, oder wäre es schön, wenn man an Schulen irgendwo so Sensibilität schafft und dass man dann auch sagt, wir bieten vielleicht eigene Schulungen an oder wir laden ein. Sprich, wie vorhin gesagt wurde von Jo, wenn jemand einen Schulungsraum hat und der dann sagt, hier, ich habe den Schulungsraum, wer könnte vielleicht eine Schulung kostenfrei halten und wir laden hier aus der Umgebung alle möglichen Leute ein und zeigen erstmal, wie ist so eine Installation, wie ist das Backend. Also da gibt es ganz viele Dinge, was man diesen potenziellen Rookies im Prinzip bieten könnte, genauso wenn zum Beispiel Dev Days sind. Wer würde sich ein Dev Day Ticket leisten können von jemandem, der ganz normal, neu irgendwie was mit Programmieren zu tun hat oder der vorhat, da reinzukommen. Aber wenn der so ein Ticket bekommt, der kommt da rein, er wird aufgenommen. Wir haben uns da in diesem Jahr auch darum gekümmert, dass Leute, die noch nicht da waren, es erklärt bekommen haben, dass die nicht verloren zwischen den anderen Leuten waren. Ja, das heißt, wir wollen diese Interessierten integrieren. Es gibt aber auch so Sachen wie ein sogenanntes Summercamp, da komme ich gleich zu. Dieses Sommercamp, wir können praktische Ausbildung geben. Ich kann keinen einstellen. Ich kann im Moment nicht leisten, dass ich eine Ausbildung anbiete. Aber ich könnte vielleicht sagen, für eine Woche kann mal einer reinschnuppern. Vielleicht auch im Rahmen des Sommercamps kann einer zu mir mal eine Woche aus Klusch kommen. Ne? Und dafür dürfen vielleicht andere dahin fliegen. Die Zertifizierungen oder eben auch so ein Mentorenprogramm, dass man sich um jemanden kümmert. Also es gibt ganz viele individuelle Hilfen. Und da habe ich jetzt so irgendwo die Stelle gehabt, wo ich gesagt habe, so, da muss ich ein bisschen cutten. Ich zeige einfach mal, was so passiert ist. Und ehrlich gesagt, hier dieses Sommercamp, das da stattgefunden hat, es waren eben T3 Rookies aus Deutschland in Cluj und umgekehrt war jemand hier aus Rumänien, hat sich da eine Zeit, hat Einblick bekommen, war einkaufen, war in der Agentur, hat geguckt, wie die arbeiten. Ja, und das ist doch ganz cool. Ich sehe was ganz anderes. Ich bekomme Inspiration. Ich gucke einfach über diesen Tellerrand hinaus. Welcher junge Mensch würde einfach mal für eine Woche, für was weiß ich, eine Zeit in eine andere Agentur ins Ausland kommen? Wirklich diese Inspiration zu bekommen, das ist doch einfach was Cooles. Also deshalb, da ich habe es ja auch erst leider gerade überschritten, ich dürfte da nicht hin. Ich fände es total klasse, mal da hinter die Kulissen zu schauen, was ist da anders, was für Kunden sind da, wie gehen die anders um, wie ist der Workflow da. Das ist doch einfach nur, ich finde es geil. Und ich habe jetzt hier so in Gesprächen gehört, naja, ich habe es vielleicht nicht wahrnehmen können, ich hätte das vielleicht machen können, aber dann hätte mir zum Beispiel die Urlaubszeit gefehlt, ich hatte gar keinen Urlaub mehr. Und das sind so Dinge, wo man vielleicht auch gucken muss, ist es vielleicht auch so, dass vielleicht jemand sagt, Menschenskinder, ich stelle dich frei für so eine Zeit. Der sagt, du brauchst gar nicht deinen Urlaub opfern, ich kann auch keinen aufnehmen, aber du darfst einfach fahren. Die paar Tage gebe ich dir Sonderurlaub oder so, Zusatzurlaub. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo diejenigen, die einfach so in der Community sind, vielleicht ansetzen können und sagen können, ich unterstütze das anders. Aber für die jungen Menschen, die da ausgetauscht werden, finde ich, ist das einfach was für die weitere Zukunft eine Bindung an Typo 3 bringt. Und einfach Erfahrung für jedes Unternehmen, wo die je kommen und für sich selber auch. Man wächst mit jedem, ich finde, mit jeder Fahrt irgendwo anders hin, hat man sowas von Stärke, die man dann wieder mit sich bringt. Und da kommt jetzt auch eine Sache, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt was von zu Hause erzählen. Nicht, dass sie jetzt Angst kriegen müssen. Wir haben selber eine Tochter von uns, die studiert in Wuppertal. Und Annika kam an und sagte, ich muss für 3 Monate ein Auslandspraktikum haben. Das heißt, sie studiert Mediendesign, sie macht Print, sie macht Film, aber auch natürlich moderne Kommunikation ist mit drin. Ja, es heißt eigentlich ein Muss, die muss die Scheine haben. Aber es steht bei Annika auch ganz klar dahinter, sie ist wissbegierig, die war 4 Wochen alleine in Indien mit ihren knapp über 20 Jahren. Die hat Wettbewerbe schon mit Plakaten gewonnen, die hat eine Ausstellung jetzt organisiert. Also die ist wie so ein Schwamm, alles ist meins. Jetzt stellt euch vor, die kann natürlich, sie kann im Internet recherchieren, die kann Briefe schreiben, die kann sich um Praktikum selber kümmern. Die braucht da eigentlich keine Hilfe. Und theoretisch könnte man auch sagen,
Wo finde ich einen Arbeitsplatz, wer Tough Mudder mitmacht und die Matsche und unter Elektro herkrabbelt, die übersteht auch jeden Betrieb, egal wo er ist, die schlägt sich durch. Aber sie will ja lernen, sie will was mitbekommen. Sie will von den 3 Monaten auch nach Hause kommen und was haben. Also ist es ja auch sinnvoll, dass das nicht irgendwas irgendwo in der Welt ist, weil vielleicht da nicht ein Beach oder sonst was ist, sondern es geht darum, sie braucht eine Full-Service-Agentur, die gut ist, die sich aber auch um Leute kümmert. Die jetzt nicht nur sagt, ja komm und koch mir mal einen Kaffee oder feg oder mach oder naja gut, kannst ja kommen, sondern wir brauchen eigentlich da jemanden, wo man qualifiziert vermittelt wird. Und da kommt im Prinzip Andrea ins Spiel. Ich hatte Andrea angesprochen. Andrea wusste, dass in Schweden, in Malmö, der Robert Lind unheimlich engagiert in der Nachwuchsförderung ist. Und ich meine, wenn man jetzt sich mal vorstellt, Robert ist nicht so, dass der Langeweile hat. Ne? Also da drüben, das heißt eben dieses VD, dass er Geschäftsführer ist von Pixelland, dass er Business Developer ist. Und er war zum Beispiel jetzt auf der T3Con, hat sein Typo-3-Kit vorgestellt und er war auch jetzt in Cluj. Also die letzten Tage war er auch unterwegs. Dazu habe ich in der Zeitung gelesen, in der schwedischen Online-Zeitung, dass er gerade dabei ist, eine Filiale aufzumachen in Stockholm. Ja super, muss der sich jetzt auch noch um so jemanden kümmern? Er tut es. Ne? Das heißt, Schitte, das sind meine Finger, die, wo ich unheimlich kreativ gerade mit meinen, das ist doof. Ich kann nicht immer so, leider, oder sagen wir mal so, leider versagen nicht nur die Beine, sondern auch die Hände ab und zu. Ich mir selber nicht, das ist mein größtes Problem. Ja, das ist mein größtes Problem. Ja, und wenn du dann vorne nichts fühlst, dann geht das auch schief irgendwie. So, das heißt, Andrea hat Robert kontaktiert, gefragt, wie das aussieht. Und im Prinzip kann man sagen, danach hat Andrea Annika kontaktiert. Yippie, nächstes Jahr geht es für 3 Monate nach Malmö. Und es ist wirklich eine wirklich Full-Service-Agentur. Sie hat alles, was sie dadurch leben kann. Es ist ein Team, wo ich denke, sie einfach reinpasst. Sie hat ihre Typo-3-Seite. Das heißt für mich einfach, ich weiß, ich muss das Geld hier zahlen für die Wohnung, ich muss da die Miete zahlen, aber ich habe auf alle Fälle für sie mit Sicherheit die Gewissheit, dass sie mit etwas zurückkommt, dass ich das Geld oder dass wir das Geld gerne auch ausgeben dafür. Und ich finde, das ist etwas, wo man dann sagt, ja, besser geht's doch nicht. Und so eine Sicherheit hätte man nie, wenn man einfach irgendwo aufs Blaue hinaus sich beworben hätte. Und mit diesen 2 Beispielen habe ich einfach so gezeigt oder zeigen wollen, Mensch, da ist ein ganz anderes Leben hinter. Und wir brauchen eben jemanden wie Robert, wir brauchen Leute wie beim Sommercamp, die sagen, ich nehme jemanden auf für die Zeit. Ob es 3 Tage, ob es eine Woche ist oder wie gesagt, es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Und für mich wäre jetzt auch einfach mal wichtig, wir sind jetzt nicht so viele, es ist ja ein überschaubarer Rahmen hier. Wenn ich das jetzt so vorstelle, was da so möglich ist, was angedacht ist, was auch schon umgesetzt wurde, Rookies waren auf den Dev Days dieses Jahr auch bereits vertreten. Ist jemand noch nicht in diesem Rookie-Dasein, hat er das noch gar nicht mitbekommen, aber fühlt sich nach dem, was ich vorstelle, dazu? Und einen weiß ich, der schon zu den Rookies gehört. Da würde ich auch ganz gerne vielleicht einfach mal wissen, was wäre euch wichtig? Du hast jetzt vorhin zum Beispiel zu mir gesagt, ich wäre gerne Rookie. Oder so vom Tenor her, bist nur gerade mal ganz knapp über 25. Ich würde einfach dieses Rookie nicht an die 25 Jahre so finden. Ja, weil was würdest du... Rein theoretisch jemand, der 24 ist, der kann schon seit 8 Jahren Typo 3 machen. Ja. Ein Vollprofi, der braucht mit Sicherheit keinen T3 Rookie mehr. Aber jemand anders, der mit 40 angefangen hat, da gerade vielleicht 1-2 Jahre drin ist, der bräuchte eigentlich einen Mentor, der sagt so nach dem Motto, guck mal hier, guck mal da,
wend dich mal an den, der hat da Ahnung. Okay. Da gibt es die Senior-Rookies, das ist eine andere Gruppe. Ach so. Nein, noch nicht. Aber wir können das ja, deshalb habe ich ja gesagt, wer stellt sich darunter vor oder wer würde gerne und was wäre wichtig? Und das hast du ja schon gesagt, du bist zwar von meiner Altersgrenze jetzt nicht mehr da drin, aber für dich wäre es so, dass du auch gerne so mentorenmäßig mal da eingeführt werden würdest. Ich weiß zwar, dass ich die Frage gestellt habe, jetzt nehme ich das vorweg und lasse euch noch gar nicht antworten, aber du hattest zum Beispiel vorhin erzählt, dass du schon wesentlich weiter bist, aber dass du zum Beispiel ganz gerne so mentormäßig betreut werden würdest für den Einstieg in die Community. Das heißt, für mich ist jetzt eigentlich schon klar mit euren zwei Rückmeldungen, dass ich schon mit einem Paket nach Hause gehen kann, um Andrea zu sagen, Mensch, wir müssen da noch mal ein bisschen gucken, was an dem Konzept ist. Deshalb die anderen hier, was wird euch so, wenn ich einfach mal so vielleicht auch durchgehen darf, was wird dir so, wo würdest du dich sehen? Was wäre für dich interessant? Also ich bin offiziell zumindest Rookie, ich habe mich da auf der Seite auch eingetragen. Ja. Und ich habe insofern den Vorteil, dass halt ich Auszubildender bin bei Analog Multimedia und das halt eine ausschließliche Typo 3 Agentur ist. Insofern werde ich da schon mentormäßig auf jeden Fall von der technischen Seite her auch betreut. Und mein Chef, der Harry Glatz, ist da auch ziemlich tief in der Community, sage ich so. Also werde ich da auch angeleitet. Ich selber bin halt so ein bisschen, sage ich mal, eher so ein Social-Media-Muffel, könnte man vielleicht sagen, weil ich weiß nicht so gerne einfach auf Leute zugehe, was aber an mir liegt. Und eher jemand bin, der dann abgeholt werden möchte, sage ich mal. Was halt schwer ist einfach in der Community, würde ich behaupten. Wo würdest du gerne, wenn du so gut schon betreut wirst, gibt es aber trotzdem einen Punkt, wo du abgeholt werden wolltest. Was wäre das für ein Punkt? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht bin ich auch noch nicht lang genug insofern dabei, als dass ich jetzt glaube ich seit 8 Wochen oder sowas in der Ausbildung bin und auch in meinem Praktikum war und mich noch nicht umgeschaut habe, naja, wann ist das nächste Sommercamp, wann ist die nächste Aktion, wo ich mir auch vielleicht überlegen könnte, gehe ich da hin, mache ich da mit oder sowas. Oder wäre es für dich besser, wenn du zwar eingetragen bist, aber dass du wirklich offensiv angesprochen wirst, dass dir gesagt wird, das sieht aus, das können wir dir gerade bieten, ist es was für dich? Oder würdest du dich dann schon bedrängt fühlen? Nee, gedrängt fühlen würde ich mich da auf keinen Fall. Also das wäre eher was, wo man mich zum Beispiel abholen okay. könnte. Wie sieht es bei dir aus? Siehst du dich da drin? Oder? Also ich bin eigentlich nach meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung als Webdesignerin gemacht und bin dann als Quereinsteiger dann irgendwie von der CAM 2 aufgenommen worden und die haben mir dann von der Pika auf tatsächlich alles beigebracht und jetzt hatten wir einen Wechsel und jetzt der Bernd ist da und der bringt mir jetzt auch ziemlich was bei, den kann ich immer Fragen stellen. Also eigentlich beiße ich mich da immer schon ganz gut durch und hier der Chef, der sagt auch ganz klar, wenn ich irgendwo hingehen möchte, dann kann ich da ruhig hingehen und das unterstützt er dann auch. Es wäre eigentlich, das ist eine tolle Sache, also ja. Warum nicht? Das warum heißt, nicht? Wenn dein Chef sagt, du darfst irgendwo hingehen, du nutzt es. Warum gibt es ja einen Grund, warum du es sagen, wo ich hin möchte? Gibt es aber einen Grund, warum du das noch nicht so viel genutzt hast? Liegt es daran, dass also du dann? Das hat er jetzt erst kommuniziert. So, okay. Also wir sind auch insgesamt als Firma noch nicht so lange in der Community. Also wir kommen jetzt gerade erst rein. Okay. Würde es dir denn dann helfen, wenn du wüsstest, dass zum Beispiel auf jeder Veranstaltung, die in der Association stattfindet, immer ein bestellter Rookie oder wie wir den auch immer nennen, also speziell für diese junge oder für die Einsteigergruppe immer jemand zur Verfügung steht, den man jederzeit ansprechen würde. Würde dir das etwas den Schwellenangst nehmen? Weil das ist ja auch so eine Idee. Das stimmt. Also ich habe schon mal, manchmal sitze ich dann da und denke mir, soll ich die Frage jetzt stellen? Okay. Was passiert? Wird man dann komisch angeguckt oder ja. nicht? Also das heißt, dir würde es. Also manchmal bin ich mir dann schon unsicher und google dann lieber irgendwie stundenlang und versuche es mir selbst beizubringen, obwohl es praktischer wäre, wenn ja. ich dann. Es wäre vielleicht nicht schlecht, auch für mich auf einer Veranstaltung, aber hier eben hatten wir mit dem Slack, dass man einfach eine eigene Gruppe dafür baut, das wo man einfach nur sagt, so nach dem Motto, ich habe Probleme mit Uigual.
Ja. Und das macht das nicht. Das ist ein guter Hinweis. Aus, aus der Gruppe dann direkt mal danach gucken und sagt, ja, dann musst du da und danach gucken. Oder fragt den und den, weil oder die werden auch okay. Nicht Fachwissen kreuz und quer haben, aber die wissen, wen man fragen kann. Ja, du bist aus dieser Slack-Gruppe und das sind alles sehr erfahrene Leute. Ich lese mir dann die Fragen durch und verstehe kein Wort davon. Ja. Und denke mir dann, scheiße, jetzt kannst du deine Frage, die dann irgendwie über ein Content-Element geht, oder nicht stellen. Ich habe Andrea schon gefragt, ob ich nicht mal einen Channel machen kann auf Slack. Ja. Also das, genau, dann könnten wir eigentlich zusehen, dass wir für den Alltag einen Slack-Channel bekommen, wo alle Leute, die irgendwie helfen wollen, rein können. Und das ist dann auch klar. Und ich definiere, lass auch nochmal von Andrea nochmal durchdefinieren, ob man das nicht vielleicht irgendwie ändert, dass man auch Newbies nimmt. Und für dich wäre es auch nicht schlecht, so als Idee, wenn man wirklich sagt, man hat einen definierten Ansprechpartner für neue und für neue junge Menschen und die Frage, die du nicht traust, dir zu stellen, würdest du aufschreiben und dem stellen, entweder sie nicht beantworten kann, erkundigt, stellt er den Kontakt her, damit das nicht in der Gruppe... Das kann schon ruhig in der Rookie-Runde sein, wo man weiß, das sind andere, die ja auch okay. Gerade erst anfangen. Ach so, das könnte natürlich dann auch so sein, dass man zum Beispiel sagen könnte, also habe ich jetzt so die spontane Idee, dass man sagt, man bestellt jemanden, der sich darum kümmert und dann ist sozusagen am Abend sozusagen eine Versammlung von allen Rookies und man nimmt dann die Fragen auf. Ja, oder ganz einfach. Viel zu kompliziert. Einfach mal wie ein einfaches Forum, wo jeder genau, Anfänger seine Frage stellen kann. Nee, ich meine, ja, okay. Okay. Die anderen Rookies, die bekommen das auch ja. Mit, die sind dann auch schlauer vielleicht. Mhm. Ja, ich meinte jetzt nur bei so einer Veranstaltung würde man ja nicht parallel nochmal in den Slack anhauen gucken, ne? Nee, ne? Also deshalb, da würde ich dann einfach so eine Session am Ende, wo man dann... Ich denke mal, das ist nicht speziell auf eine Veranstaltung. Das habe ich aber gerade gefragt, das haben wir gerade erarbeitet gehabt. Dass wir für Alltag Slack nehmen und, okay. Und dann am A sozusagen bei... Von so ein Rookie-Scout, der sagt, komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Und ich finde deine Frage gut. Wenn dann einer daneben dir sitzt und sagt, so, jetzt steh mal auf, stell mal deine Frage. Und wenn dir einer blöd kommt, dann springe ich dir zur Seite. Ja, sowas könnte man das auch. Das ist doch eigentlich ja. Ein Angst vor der Frage. Ja. Gut, genau. Aber dann würde ich sagen, man will ja dann auch als Rookie nicht blockieren. Du hast dann eine Gruppe von, keine Ahnung, Programmierern. Ja, dann können wir doch sagen, pass mal auf, gleich beim Kaffee, ich erkläre dir das. Und dann kann der ganze Kram weiter. Du hast wirklich ja. Kontakt. Okay. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die man ausarbeiten kann und das nehme ich mit. Wir haben es einmal festgehalten, ich kann es nicht vergessen. Und das sind total schöne Rückmeldungen. Erstmal schon mal danke. Und dann würde ich einfach mal weitergeben. Bei dir, du warst ja schon richtig stärker fit und könntest eher anderen helfen, aber du hast trotzdem ja deine Wünsche noch. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Typo 3 Entwickler. Ich habe es auf einer Agentur gelernt damals. Ich würde aber auch gerne mehr machen, auch in der Community eventuell einen Core entwickeln. Es ja. Fehlt halt so, wen könnte ich ansprechen, wen könnte ich fragen, wie kann man einsteigen, wie könnte man Aufgaben kommen und ja. So die Sachen. Ne? Okay. Ich bin halt auch nicht der Mensch, der jetzt auf Leute direkt zugeht. Ich bin auch ja. Kommt zu mir, sag mir mal, was ich machen könnte, wie kann ich helfen. Gut ist ja, wenn diese Sachen, nennen wir sie jetzt mal Rookie Scouts, wenn es mir die gleichen Gesichter sind. Ah, kenne ich. Mein Anlaufpunkt. Ja, im Prinzip weil, haben wir es durch Andrea schon. Nur ja, durch, aber ich ne, kann aber, mir vorstellen, wenn so ein ganz Neuer kommt auf so ein Camp, oh, kenne ich alle gar nicht. Ja. Soll ich denn hier sagen? Ich setze mich mal hinten in die Ecke. Und wenn da einer auftaucht, auf den laufe ich jetzt mal zu, hallo, ich kenne dein Gesicht, ja. Muss mir mal helfen. So, und schon ist das erste ja. Eis gebrochen. Und für dein Anliegen, das wäre dann gut, das nehme ich mit, insofern, dass ich schon mehrere Anfragen hatte, wie ist eigentlich der Einstieg, wie kann ich Tickets beantworten und so, dass das vielleicht auch zeitnah dann geregelt wird. Ich habe jetzt allerdings nicht deinen Namen im Kopf, den müsste ich mir gleich nochmal notieren. Ne? Da, weil sonst weiß ich, der auf der Couch ganz vorne, aber... Ich weiß halt, es gibt die unterschiedlichsten Teams, aber wen kann ich zum Beispiel davon ansprechen, wer ist Ansprechpartner, wer könnte mich da einführen, wer könnte mir ein ja. Bisschen was zeigen. Das fehlt halt momentan so ein bisschen. Man weiß halt, es gibt Teams. Beim CoreDev weiß ich halt, man kann Mattes fragen, aber wie kriege ich Kontakt zu Mattes? Die ganzen Sachen fehlen mir. Ja, gut, und eine Direktnachricht, damit will man nicht gleich schreiben, ne? Und das kann ich super nachvollziehen. Ja.
Ganz ohne Kommunikation klappt es dann auch nicht. Ja, ja, das ist schon klar, dass wir nur immer einstielen und mentorenhaft begleiten können. Ein bisschen muss man auch machen, aber ich weiß sehr... Ich habe kein Problem, wie gesagt, schön anzuschreiben, aber es fehlt halt oft auch in anderen Bereichen. Wen kann ich denn genau dieses Thema jetzt anschreiben? Also, ich kann es super nachvollziehen. Es fehlen halt die Ansprechpartner. So, jetzt bist du jetzt nicht gerade Rookie, aber dich könnten wir ja einspannen, vielleicht nett integrieren in die Einbindung von Neuen innerhalb in die Community. Was hättest du für Idee? Vollkommen daneben. Okay. Programmierung absolut null Ahnung. Ich bin Redakteur und ich bin derjenige, der damit arbeitet. Wir haben auch neue Redakteure, die in die Hand genommen werden dürfen. Und dadurch, dass ich auch in der Marketing Factory bin, die Sponsor sind, hieß es, möchtest du mit herkommen? Und ja, und ich finde das auch interessant. Ich bin gelernter CNC-Zersparer. Das ist auch Programmierung. Ich habe mir HTML selber beigebracht. Also dummerchen bin ich vielleicht nicht auf dem Gebiet, aber ich arbeite zwar damit, aber ich kenne nur das, was ich mit, womit ich arbeiten muss. Was Sie dir erlauben. Ich kenne nichts dahinter. Wenn ich hier Gespräche höre, ist es für mich manchmal mitunter wie eine Fremdsprache. Okay. Mir fehlt so der Grundeinstieg, was ist Typo 3, wo kommt es her, mit welchem Hintergrund wird das entwickelt. Es ist eine Open-Source-Software, also klar, kann jeder zugreifen. Warum stecken die Unternehmen da so viel Geld rein? Ja. Und allgemein erstmal der Aufbau von Typo 3, so das wirklich Grundlegende, gar nicht die Programmierung. Ja. Oder wie sich Einzelnes zusammensetzt auf den Seiten. Damit ich wenigstens, wenn ein paar Fachbegriffe fallen, weiß, wo ich sie einsetze. Ja. Ich war noch nie bei der Marketing Factory in den Räumlichkeiten. Ich weiß, dass ihr nicht gerade klein seid. Ich arbeite im Homeoffice von zu Hause. Warst du schon mal in den Räumlichkeiten? Ja, klar. Okay. Ja, dann bist du jedenfalls den Schritt mir schon mal voraus. Haben die einen Schulungsraum? Wir haben Konferenzräume auf jeden Fall. Nein, aber wenn ich hinfahre, machen wir immer gleich ein kleines Meeting, weil ich hier nur 500 Kilometer weg wohne und für eine normale Planung. Weil ich daraus sofort die Idee in meinem Kopf habe, was spricht dagegen, wenn... Marketing Factory ihre Räume sponsern, dann können eigene Mitarbeiter, egal oder auch Fremde mit dazu und man macht so eine Liste, dass man einfach so dass man mal guckt, wen könnte man vielleicht zu so einer Veranstaltung hier im Ruhrgebiet einladen, wo man genau deine Fragen mich beantwortet. Der Vorteil wäre, wir hätten einen Raum, den man nicht extra bezahlen muss. Die Mitarbeiter könnten schon mal, wenn sie eben sonst nur Redakteure, das ist nicht abwertend, sondern hat hier diese Oberfläche, das gerade bei mir so inspiriert zu sagen, oder mich inspiriert das zu sagen, wenn man einfach mal das anbietet, wenn man das als, das war nämlich letztes Jahr auch die Idee, dass man irgendwie Schulungen erarbeitet, mit Themen, die interessant sind, jetzt nicht für den, der schon lange dabei ist, ne? Aber man könnte trotzdem überlegen, wo könnte man vielleicht eine Session genau für dein Thema machen oder so eine Art Codesprint oder so eine Einführung. Und das würde ich dann einfach mal so mitnehmen. Da schreibe ich zusammen. Genau, also kannst sicher sein, ich roll gleich hier raus und greife mir gleich den Ingo und sag, du Ingo, ich habe da gerade Inspirationen bekommen und ich habe da eine nette Idee. Wie oft dürfen wir den nutzen? Wie viele Leute dürfen da rein? Und ich da Kaffee? Und ich finde das aber... Aber die meisten Mitarbeiter... Ich kann auch leiser reden, wenn ich das machen würde. Redakteure brauchen Ruhe beim Schreiben, Programmierer. Wir können dann ja fragen, zu welchen Zeiten man da rein darf. Genau. Aber das wäre was, wo du sagst, selbst, also so, wenn du schon... Okay. Ein Einstieg. Wenn ich da reinschnuppere, interessiert mich vielleicht auch. Ich bin ja bisher schon viel in so eine Richtung gemacht, eine Programmierung, aber halt Typo 3. Ja. Absolut. Total. Ich bin als Redakteur ein Jahr. Aber vorher in der Werkstatt in der Halle gearbeitet, weil er also vollkommen aus einem anderen Bereich da reingerutscht. Ja. Okay. Joachim, du bist. Ich glaube, ich habe für das Programm gar nicht genügend Zeit. Ich mache ja eigentlich, plane ich meine eigene Seite und versuche die seit Jahren hochzupushen. Aber ich war oder bin bei uns in der Firma oft der Ansprechpartner für alles, was Ausbildung, Praktikanten und so sind.
versucht ihnen so ein bisschen immer über den Tellerrand hinaus was zu erklären, beizubringen, was bei uns in der Firma leider in vielen Fällen viel zu kurz kommt. So, und deswegen finde ich es immer gut, sich dafür für den Nachwuchs zu interessieren, zu animieren, Mut zu machen. Deswegen dachte ich, setze ich mich einfach erstmal dazu, mal hören, was ihr da so plant, was ihr so macht. Ich finde es ein ganz tolles Programm und ich lasse mich einfach mal mittreiben. Und du würdest vielleicht auch ein bisschen Werbung betreiben, weil darum geht es ja auch, wenn wir natürlich so etwas anleiern, wäre auch schön, wenn eine gewisse Menge, die der Raum hergibt, da hätten, wo man dann einfach mal Als Füllmaterial immer da dienen. Sieht gut aus, das sind viele Leute. Ja, ich meinte das auch so, du bist herzlich eingeladen, aber auch, dass du Werbetrommel rührst, um noch mehr Leute dahin zu kommen. Ja, ich habe aber da ein kleines Problem. Unsere Firma macht Software für Kernkraftwerke. Das hat mit den Rookies hier gar nichts zu tun. Naja. So selten, also über im beruflichen Umfeld so selten in Kontakt mit Leuten, die sich mit Web auseinandersetzen. Mhm. Wenn, dann bin ich auch einer, der schon seit 5 Jahren sagt, guck dir mal das Ding an. Das könnte der richtige Basisbaustein sein für dieses und jenes. Und ich sage auch anderen Leuten, CMS, die Seite, die du alle 10 Jahre mal änderst, vergiss es mit Content Management. Das reicht, wenn du da 3 Seiten HTML reinknallst, weil da wird nie was dran geändert. Es gibt ja so Leute, die haben eine Webseite, damit sie eine Webseite haben. Und das ist Sinn und Zweck der Übung bei denen. Den bringt man auch nicht mehr bei, weil die wollen nicht mehr wissen. Wo ich jetzt gerade bei dir einhake ist, du hast ganz viele Gründe genannt, dass du es eigentlich gar nicht weitertragen musst. Ich bin mal durch so eine Schiene gegangen, wo man mir gesagt hat, ich muss es immer erzählen, egal wo ich bin. Immer über den Job, also nicht die Leute nerven, nicht, dass die sich wegdrehen und sagen, na, jetzt kommt die schon wieder, die über Typo 3 oder über Rookies oder sonst was erzählt. Soll natürlich ein galanter Mix werden und ich hoffe, dass ich das auch hinbekomme. Aber zum Beispiel, ich gehe selten zum Friseur oder sowas, aber das spiel mir trotzdem als erstes ein. Dass man einfach, wenn die dann fragen, was machen sie denn, ich nenne immer so bestimmte Sachen. Und auch wenn man Freunde trifft, du in deiner Theatergruppe, ne? Das sind aber so Sachen, wo ich einfach sage... Habe ich auch schon gemacht. Typo 3? Ja. Typo 3, das hat da bestimmt was mit Drucken zu tun. Typo. Genau, von Schrift. Das ist das Erste, was die Leute sich dabei denken. Nee, Content Management. Was ist das denn? Ja, aber das du ist... Du musst schon eine Szene haben, die so ein bisschen das IT-mäßig vorbelastet ist, damit die dir überhaupt folgen können. Also ich widerspreche trotzdem noch ein einziges Mal, insofern, dass man einfach, man muss solche Begrifflichkeiten, wenn einem sowas wie Association oder selber das Spaß macht, man muss es einfach bringen, weil... Ja, erklären, nein, Moment, du... Ja, das bringe ich dir noch bei. Aber ich kann ja anhand eines Kleiderschrankes Transaktionsanalyse erkennen. Darf ich dir, was ich abschließend dazu sagen will, ist, du weißt nie, wer wirklich mitspielt. Du fragst nicht ständig, oder wer in deinem Umfeld ist, wer es mitbekommt, bei einer Veranstaltung, egal wo. Und plötzlich sitzt da jemand und kriegt ganz lange Ohren und sagt, wie, du Typo 3? Oder du erklärst es, oh, das habe ich ja noch nie gehört, oder das würde mich interessieren. Das Schlimmste ist, dass man häufig, wenn man über Projekte, über Dinge, über egal was reden wollte, häufig im Kopf schon lange überlegt, ach nee, für die ist das nichts, das könnte nicht interessant sein. Im Prinzip muss man einfach drauf los, also passenderweise natürlich, das will ich gar nicht ausschließen oder ausgrenzen, aber man sollte schon überlegen, wenn man gefragt wird, dass man das einfach so leicht anreißt und sagt, ja, wenn Ihnen mal einer einfällt, der irgendwie eine Ausbildung machen will oder was mit Web zu tun hat, denken Sie an mich, ich lasse Ihnen auch eine Karte da. Wir haben da so ein Trainee-Programm sozusagen. Ne? Und das ist wichtig, dass man das einfach auf den Weg bringt, dass man einfach sagt, egal was ist, einfach schön streuen, weil das ist im Prinzip den Nachwuchs, den wir holen. Denn wir holen es nicht, die Leute... Also die kommen nicht auf uns zu, wenn wir nicht schnell genug sind in der demografischen Entwicklung, dann sind die guten, jungen Leute woanders untergebracht und nicht leider vielleicht in der Typo 3 Community. Das ist mein Push-It-Beispiel.
Genau, und jetzt darf das Push-It-Beispiel auch mal was sagen. Genau. Ja, ich ist mein Sohn, für, weil er sagt es erstmal wahrscheinlich gar nicht. Weil der Rest versteht uns gar nicht, diesen Joke gerade. Ich für meinen Teil, ich fühle mich jetzt glaube ich nicht so in der direkten Zielgruppe, weil ich wirklich mit Webprogrammierung und alles, da bin ich nur minimal vorbelastet. Also ich, für mich war es mein, als ich das erste Mal Typ 3 erstmal gegoogelt habe, das war einfach erstmal eine riesen Menge an Informationen. Und wenn man da jetzt nicht schon vorher sich mit jedem anderen Scheiß beschäftigt hat, dann wurde man davon völlig erschlagen und hatte quasi keinen Anfangspunkt. Und das würde mich eher interessieren, grundlegend, wie komme ich da über... Ja, genau das, man hat keinen Anfangspunkt. Man genau. Hat so viel, man kann es nicht einordnen. Und dann bist du nämlich doch genau die Zielperson, die wir abholen wollen, wo wir sagen wollen, es ist so viel Info, wo man... Also wir wollen... die Leute an verschiedenen Stellen abholen. Und genau die, die eigentlich noch richtig, entweder schon einfach nur mehr wissen wollen oder die Leute, die noch gar nicht richtig wissen, wo es hinwollen, wo sie hinwollen, aber dass die einfach mal lernen, was ist überhaupt Typo? Und dass dann, dass die merken, ach, das ist gar nicht so mächtig, wenn es einem gut erklärt wird. Man kann ganz geile Sachen damit umsetzen. Ne? Und im Prinzip genau an der Stelle, wo du jetzt stehst, wäre super gut, wenn man sagt, hier ist eine Schulung, schnupper rein, entweder es gefällt dir nach der Schulung oder du lässt die Finger davon, aber du hast es kennengelernt und bist nicht erschlagen von der Webseite und liegst auf der Erde, ne? Weil du erschlagen bist. Ne? Also von daher, mein Ansatz ist jetzt nochmal eine Idee, also wenn wir so eine Schulung anbieten würden, würdest du dann kommen, würdest du die Zeit von deiner wahrscheinlich auch sehr geringen Freizeit opfern und kommen? Oder würdest du dann sagen, was für Umgebungsvariablen müssen da sein, damit du deine Freizeit dann opfern würdest? Also bei mir ist das gar keine Frage. Ich muss meine Freizeit für sowas opfern, weil ich interessiere mich dafür und schulisch wird bei mir da gar nichts gemacht. Okay. Wir haben bei uns keinen Informatikunterricht. Ich für den Differenzierungskurs Informatik, der Pflicht ist, da müssen die einen Gastlehrer holen an unsere Schule, damit der diesen Unterricht macht. Also ich habe, für mich ist quasi gar keine andere Wahl, als sich damit in der Freizeit zu beschäftigen. Willst du die Zeit auch von Paul überfragen? Hat er gesagt. Ja. Habe ich daraus verstanden. Es interessiert mich und deswegen... Da muss man ja die Zeit für opfern. Also, okay. Wenn mich das interessiert, dann hat ja gar keine andere Wahl, als dafür die... Zeit zu nehmen, die ich machen. Okay, du wirst von uns hören. Das ist jetzt... Versprechen. Ich jetzt immer von Schulungen. Was ich aber, glaube ich, auch oft oder was ich auch schon gehört habe, es fehlt einfach, wie bei mir auch, so ein Ansprechpartner oder irgendwie eine Seite, wo die wichtigsten Informationen, die Grundlagen schon mal stehen. Du tippst Typo 3 ein, dann ist Typo 3.org. Und du hast von einer riesen Webseite erschlagen. Das habe ich auch schon gerade für mich so aufgenommen. Ich weiß ja, an welcher Stelle du jetzt schon stehst. Und mir ist der Bedarf, den du hast, schon auch... Also ich sehe dich immer noch im Rookie-Programm, aber an einer ganz anderen Position und mit ganz anderen Infos. Und ich verstehe aber auch, was er meint. Genau. Dadurch, dass ich halt das schon durch habe. Und gut, ich hatte jetzt eine Agentur, da saßen Leute, die kannten sich mit aus, aber... Auch ich sollte erstmal gucken, was ist Typo 3? Ich habe Typo 3.org eingegeben. Boom. Boom, aber der Boom hat er auch gehabt. Den Boom hat, glaube ich, jeder, der sich da irgendwann mal mit beschäftigt oder informieren soll. Ich glaube, es fehlt auch einfach irgendwie mal irgendeine Seite, wo man einfach erstmal diese Grundlagen, die Informationen, was ist Typo 3 und warum gibt es Typo 3? Und soll ich euch sagen, ich habe einen Auftrag bekommen, meinen ersten Typo 3 Auftrag, und ich habe ihn abgelehnt, weil ich so erschlagen war und habe gesagt, den Scheiß soll jemand anders machen. Und dann kamen die mich nochmal angerufen und gesagt, doch Karen, wir haben uns für dich entschieden und du musst jetzt halt Typo 3 lernen. Ich habe mich gewehrt, also ich habe angenommen den Auftrag, ich habe mich innerlich gewehrt gegen diesen Auftrag und ich habe es von Juni bis, weiß ich nicht, Anfang September überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, irgendwas zu machen. Ich habe mir Bücher besorgt ohne Ende und ich bin nicht aus dem Quark gekommen. Ich habe, ich habe mich erfolgreich gegen Typo gewehrt
Und dann hatte eine Freundin, weil ich wirklich fast verzweifelt war, ich wollte ihn jetzt auch nicht nochmal absagen, da hat die dann jemanden organisiert, der ein bisschen Typo kann. Der hat mir dann die ersten Schritte vorbereitet und ich habe nichts verstanden. Und dann irgendwann, der Launch war 19. November, vergesse ich nie. Und mit Bürgermeister und hast du nicht gesehen, ganz groß vorbereitet. Und eine Woche vorher merkte ich dann, es wird jetzt eng, scheiße. Und irgendwann hat es Peng gemacht, die Seite war pünktlich fertig und ich habe am Abend, als die Seite fertig war, in der Nacht meine eigene Seite umgestellt, weil ich es so geil fand. Also deshalb weiß ich, es ist, bis der Einstieg kommt, unheimlich schwierig und erschlagend. Und wenn man es dann mal hat, dann ist plötzlich, wow, wie cool. Ne? Aber es gab's aber auch überall. Man hört bei Typo 3 immer, du hast eine große Schwelle, die du überschreiten musst. Aber wenn du die überschritten hast, und dann geht es ab. Und die wollen wir abbauen. Ja, was so. Ich vielleicht zu dem Thema noch sagen wollte, ist, dass es tatsächlich, also aus meiner Sicht zumindest, wo ich mich informiert habe in die Richtung, ja, wie kann ich das auch technisch überhaupt anfangen, ja. Okay, das installieren und so, kriege ich vielleicht noch hin. Das war auch in Form von meinem dualen Studium, wo ich dann im Betrieb war, was ich abgebrochen habe, wo ich mich halt alleine damit zurechtfinden musste und geguckt habe, naja, wie funktioniert das? Und es halt einfach nicht gescheit hinbekommen habe. Von der technischen Seite her einfach. Und dann googelt man eben und sucht sich rum und dann gab es eines irgendwie Typo 3 oder Typo Skript in 45 Minuten oder sowas. So ein PDF, irrsinnig lang, wo man 6 Stunden davor sitzt, um es nur durchzulesen. Ja, ist ein schlechter Scherz. Ja. Und also ich denke auch einfach, wie du vielleicht auch dann gesagt hast, oder von deiner Erfahrung ausgehend, müsste man vielleicht mehr pushen, dass man eben über die T3 Rookies oder über einen Kanal wirklich schneller an Mentoren, an Leute kommt, die ja. sagen, hey, guck mal, da musst du einfach das und das machen, weil man die Stellen einfach sonst so nicht findet auf einmal. Hm. Und vielleicht ist, wenn man eben beim Googlen eher auf diesem irrsinnig komischen PDF landet, als an einer Schnittstelle, wo man dann mit den Leuten, die ja, weil die Community ja da ist, auch bereit sind, Anfängern zu helfen. Wenn man da zuerst drauf kommt, dann ist es vielleicht verbesserungswürdig. Du musst also möglichst schnell auf deine Erfolgserlebnisse kommen. Genau, eben. Richtig. Weil das erste wenn du deine lange Durststrecke hast, da musst du mental schon hart sein, um zu sagen, ja. und weiter. Und gerade wenn man es beispielsweise vergleicht mit so Sachen wie WordPress oder sowas, was ja, ja ein Konkurrenzprodukt ist, wo man sich schnell irgendwas zusammenklicken kann und dann sieht man es und es funktioniert schon mal irgendwie. Ja. Wenn man dann natürlich komplexe Erfolg. Sachen... genau. Dann ja. stößt man wieder an Grenzen. Das ist der Vorteil, den WordPress hat. Da hat man genau. innerhalb von einer halben Stunde Webseite. Genau, das ist jetzt mal besonders ein Erfolgserlebnis. Und eben. Das ist ausschlaggebend für den Schritt, mache ich weiter oder höre ich auf? Genau. Okay. Das Beispiel ist halt, mein Onkel arbeitet in einer Agentur auch, der Abteilungsleiter. Die sagen ganz klar, nee, Typo 3 ist am Aussterben, Typo 3 wollen wir nicht, weil sie es nicht kennen, weil sie es nicht können. Mhm. Ja. Und ich habe es bis jetzt auch noch nicht hinbekommen, weil die haben keine Leute, die es verstehen können. Er selbst versteht es nicht. Und die sind auch gar nicht mehr bereit, das zu lernen, weil sie halt schon in diesem Denken drin sind. Okay. Ja, jetzt haben wir den Daniel noch, der noch nicht zu Wort gekommen ist, weil Daniel ist im Prinzip in dem T3 Rookie-Programm, wird von Andrea Herzog-Kienast auch immer gut, denke ich mal, angesprochen, zum Beispiel Sommercamp oder sonstige Sachen. Also er ist immer informiert und weiß darüber auch Bescheid. Aber er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er schon auch einen Tacken weiter ist, dass er eher anderen Rookies schon hilft. Was wäre, A, wie ist dein Gefühl dazu? Und B, was wäre für dich jetzt wichtig im Programm? Weil du bist ja auch schon einen Schritt weiter als jetzt. Wir haben also, wir stellen einfach fest, wir haben auch innerhalb dieses Programms würden wir unterschiedliche Stellen haben, wo wir abholen müssen. Das ist dann die Aufgabe von der Community, wo wir gucken müssen, wie können wir das leisten. Ich finde, wichtig sind alle Punkte. Ich denke, was ich ansprechen wollte, ist, was wichtig wäre vielleicht eine Kommunikation mit so Ausbildungsbetrieben, die Typo 3 benutzen. Das ist mir bei mir aufgefallen. Ich war schon ein Jahr in der Ausbildung und diese Frage, also diese Zeit, wo ich diese dummen Fragen hatte, da wusste ich überhaupt noch nichts von diesen Typo 3 Rookies. Mhm. Da habe ich mir das alles halt immer selber beibringen müssen oder meinen Chef halt fragen müssen. Das kam erst nach einem Jahr, ist mein Chef da zufällig über Twitter auf die T3 Rookies aufmerksam geworden und da bin ich dann erst in Kontakt mit der Andrea gekommen. Ja. Aber
da war das schon, da war ich dann fast schon so weit, dass ich mir dann halt die Sachen schon selber aneignen konnte und dann nicht mehr einen Mentor brauchte oder sowas. Das heißt, wir müssen an der PR von T3 Rookies oder von diesen, dem, was wir darunter dann demnächst verstehen, arbeiten, dass wir also das an ausführen oder an Unternehmen weitertragen. Die, also ne, wir hatten mal so überlegt, dass wir an den Schulen ansetzen, dass wir also bei den Berufsschulen einfach das auch vorstellen, das Programm. Ich schaue mir die Website an oder so. Ich höre das hier mal wieder hier, wenn man da das erste Mal auf die Seite draufkommt, da wird man so von erschlagen und ich sehe auf der Typo3-Seite noch immer noch keinen Hinweis auf die Typo3-Rookies. Also habe ich das jetzt mal. Aber das soll sich jetzt alles ändern. Die Webseite, die Org wird umgemodelt. Es wird jetzt, ich glaube, Anfang nächsten Jahres die Org, die COM kommen. Und ich meine, da kommt noch eine Webseite. Also momentan ist alles auf Org drauf. Man findet alles auf der Org. Also die, auch die Ansprechpartner für die einzelnen Gruppen oder sonstiges, die findet man da. Also wenn man da eingibt, was weiß ich, Education Team, dann findet man auch irgendwo was. Aber dann musst du schon genau wissen, ah, es gibt eine Gruppe für diesen, für Marketing oder sonstiges zuständig, dann suche ich mal in etwa, wo es sein könnte. Und das wird jetzt ein bisschen getrennt. Also das ist jetzt nicht mehr. Ja, woran ich dann halt eher so dachte, war halt, dass man dann irgendwie so einen Punkt hat, so du fängst gerade mit Typo 3 an, geh hier drauf. Dass man direkt gezeigt bekommt, wo so die Kommunikationskanäle sind. Da wird dann direkt gesagt, hier, ach guck mal, benutzt doch mal Slack, da sind alle. Du bist neu hier, genau, das ist. Ja, also, sollte man an die ganzen Agenturen, wo man schon ausgeht, dass Ausbildung gemacht wird, mal so ein Mäppchen schicken, wer sind die Rookies? Wenn ihr ausbildet in Typo 3, dann dürft ihr euch dieses Logo drauf machen. Wenn die neuen Leute kommen, sagt den direkt, bitte an die Kontaktperson melden, die meldet euch in den entsprechenden Foren an, damit die so ein Giveaway kriegen für die Ausbildung. Ah, so läuft der Hase hier. Das meinte ich mit Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben, damit ihr untereinander kommuniziert. Ja, damit man direkt von Anfang an da reinkommt und auch direkt einen Ansprechpartner. Mhm. Das hatte ich natürlich dann nicht gehabt. Das, ja, du hast ein bisschen zu früh begonnen. Das Projekt ist erst, glaube ich, so leicht danach gestartet. Obwohl ich dann zu den Rookies dazugekommen bin, da war das dann gerade, da fing das dann gerade auch erst an. Und aber für die Zukunft wäre das also, halt was Wichtiges. Da können wir super festhalten. Wir müssen so ein bisschen gucken, dass es eigentlich auch sinnvoll ist, nicht nur die, also dass man einfach diese Altersbeschränkung vielleicht ein bisschen anders betrachtet, dass wir für die Camps vielleicht wirklich so einen Mentor an die Seite stellen, der dann auch sagt, hier einen leitet, vielleicht berät, darf ich das fragen oder nicht, oder einen abends wieder einfängt, wenn man dann der so ganz irgendwo so einen Button machen, Button genau. Und man weiß schon, ich kenne das Button, das wird jetzt der richtige sein. Ich habe das Gesicht zwar noch nicht gesehen, aber da kann ich nicht falsch sein. Und was zum Beispiel wichtig ist, dass wir nach den dass wir uns um die Slack-Sachen kümmern, dass wir uns um Werbematerial kümmern. Hier, du bist neu, dass wir uns um die Webseite kümmern. Und ich denke mal, dass das schon ein nettes Paket ist, was wir aus dieser Session hier rausnehmen wollen. Du wolltest was sagen? Ich wollte noch fragen, ob man vielleicht in einem späteren Stadium noch zwischen Entwickler und Integrator trennen müsste. Als Frage gestellt. Würde ich lieber mitnehmen und jetzt nicht hier, das können wir nicht ausdiskutieren, weil ich nicht weiß, inwieweit der Aufwand, wie das ist. Ich denke, innerhalb, wenn wir einen Slack-Kanal machen würden, würde sich es aufgliedern. Also Fragen, die mich nicht betreffen, würde ich überlesen. Ne, würde ich dann, und der es kann, der antwortet dann. Was mir heute Nacht, als ich die Präsentation noch mal so ein bisschen auf mich anders zugeschnitten hatte, mir durch den Kopf ging, ich glaube, es ist auch gar nicht richtig kommuniziert. Letztes Jahr war das mal so eine Twitter-Phase, dass durchgetwittert wurde, dass jeder, der bereit ist, sich um Neue, das heißt nicht nur um T3-Rookies, aber um alle Neuen und um Fragen kümmern möchte, wer Hilfestellung gibt,
der sollte auf sein Bild bei Twitter das Logo von Typo 3 nehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Bild bei Twitter seht, wo dieses Logo drin ist, ist das nicht, weil wir wollen natürlich gerne Werbung für Typo 3 machen, das ist außer Frage. Aber dieses Logo in seinem Bild hat echt den Sinn, dass die Leute, die das da eingebaut haben, gesagt haben, hi, hier, ihr seid neu, ihr braucht Hilfe, egal wie alt, wir sind da und helfen euch, ja. Und ich glaube, dass mir ist das bewusst, weil ich sofort mitgemacht habe, die anderen, die das gemacht haben, auch. Aber ich glaube, das haben andere eben nicht auf dem Schirm. Und ich dachte, das ist jetzt hier die Umgebung, um es euch einfach mal zu sagen. Also dann müsstest du doch soziale Medien einmal angucken. Ja, ja. Ich versuche mich ja zu bessern und so. Ich habe ja auch da meinen Twitter-Account und was weiß ich. Wäre das Fazit für euch so okay, wenn ich das mit im Rucksack sozusagen mitnehme und dann der Andrea so ein bisschen präsentiere? Eine Bitte habe ich an euch. Ihr werdet von uns irgendwie hören, dass wir euch dann auch, an verschiedenen Stellen abholen wollen. Aber sprecht auch drüber, dass ihr vielleicht andere mit ins Boot holt. Leute, die noch gar nicht bei Typo sind. Leute, die irgendwann nur eine Ausbildung machen, die vielleicht was ganz anderes tun. Erzählt es einfach, wenn ihr meint, es ist passend. Und erzählt es Chefs und guckt, wie ihr an unterschiedlichen Stellen vielleicht auch unterstützen könnt. Und ich guck mal, was ich machen kann. Eine letzte Bitte, die ich an euch habe, ist, ich habe jetzt, die Idee kam mir vorher auch nicht, nicht aufgeschrieben und behalten, wie gesagt, wer ist. Daniel kenne ich, dich kenne ich, ne? Bei dir weiß ich, worüber ich drankommen kann, bei dir wüsste ich es auch, über Ingo. Bei dir, bei Harry weiß ich auch, aber euch beide. Aber damit ich einfach eine Liste habe, du hast einen Stift und einen Zettel, könnt ihr euch einfach vielleicht eintragen. Wenn ihr einen Twitter-Namen habt, den Twitter-Namen. Wenn nicht, einfach die E-Mail-Adresse. Dann weiß ich, welche Leute hier waren. Und ich würde euch dann von diesem Resümee auch noch mal was schicken, was ich mit Andrea vielleicht ausgekaspert habe. Oder auch mit Ingo. Wäre das okay? Ja. Hol doch mal den Ingo. Ich bin aber das Schöne, wenn ich da bin. Nein, ich erzähle jetzt auch gar nicht, dass das... Ich erzähle jetzt auch gar nicht, nein, und das Ganze. Das war jetzt doof, dass du dich umgedreht hast. Du warst nur von hinten drauf. Genau. Stimme erkennt er nicht, nein. Ich fand's toll mit euch. Es hat mir Spaß gemacht. Du hast auch gute. Jo, super. Wenn du einmal rumgehen könntest und. Dann reicht die Zeit wieder nicht. Der Raum ist wieder belegt hier. Ja, also danke, dass ihr hier wart. Und ich hoffe, es hat euch auch so ein bisschen was an Anregungen gebracht und ein Fazit. Und ich. I will do my very best oder so ähnlich heißt das. In dem Sinne, euch viel Erfolg und vielleicht. Bestimmt woanders dann nochmal. Take it easy, but take it. Netter Schluss.